Ich darf jetzt vorstellen, Vorsitzenden Richter am Landgericht Außerdienst, Professor für Rechtstheorie, Dr. Jur Thomas Seibert. Liebe Freunde und Freundinnen des Rechtsstaats, ich beschränke mich auf eine Anmerkung zu einer grünen Gaga-Entscheidung, die euch nicht entgangen ist und die von dort oben moderiert worden ist. Das ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, inzwischen 14 Monate alt, von manchen Klimaurteil genannt. In Wirklichkeit ist es ein Beschluss. Dieser Beschluss verdient es, unter Gerichtsgaga-Gesichtspunkten auseinandergenommen zu werden. Er erging nach einem Verfahren ohne Gegner. Man hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die als Kläger, als Antragsteller aufgetreten worden sind, auf keine Gegenrede getroffen sind, weil die amtierende Bundesregierung, die inzwischen abgewählt worden ist und durch eine ähnlich lautende Regierung ersetzt worden ist, weil diese Regierung sich gerade mal zu dem Antrag entschließen konnte, das Gesetz für verfassungsgemäß zu erklären. Das Gesetz verdient mal angesehen zu werden. Es ist das sogenannte Bundesklimaschutzgesetz. Ein Gaga-Gegenstand, von dem man nicht weiß, und das ist nämlich das Merkmal des Gaga, man weiß nicht, ob es Unfug ist, das Erwachsenen zugemutet wird, oder ob es ein gefährliches Ding ist, das gleich explodiert. Ursprünglich hieß es, die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise gemindert, bis zum Jahr 2030 um 55%. Danach bis 2040 um 88%. Wer kontrolliert das? Wie? Was meinen diese Gesetzgeber damit? Offenbar fühlten sie sich alle wohl damit. Die politische Klasse des Bundestages hat es nicht für wert empfunden, über diese Formulierung überhaupt mal nachzudenken. Gesetze werden nämlich nicht ausgeführt, indem man sie ins Bundesgesetzblatt reinschreibt, sondern durch die Verwaltungen der Länder. Artikel 83 Grundgesetz sagt, dass es darauf ankommt, was aus solchen sogenannten Programmvorschriften gemacht wird. Das ist ein Rahmengesetz, das nichts festlegt und das uns darauf verweist, über all das nachzudenken, über das hier schon gesprochen worden ist. Können wir es uns unter dem Gesichtspunkt der CO2-Emission erlauben, irgendwohin Panzer zu liefern? Oder macht, spielt das keine Rolle, weil es ja nicht innerhalb der deutschen Staatsgrenzen ist? Woanders ist alles möglich. Dort liefert man hin, was man zu Hause nicht haben möchte. Das ist ein Bestandteil dieses grünen Gagas. Was ist geschehen? Es gibt ein paar Jungkläger, es gibt Ausländer, es gibt welche, die in Lima und in Asien sitzen und mobilisiert worden sind, um im Verfahren aufzutreten. Herausgekommen ist eine weitere Prozentmaximierung. Wir gehen von 55 auf 65. Wir verkürzen den Zeitraum von 2050 auf 2045. Vor allen Dingen, und das hat ja Tradition, seitdem diese letzte Bundeskanzlerin verschwunden ist, wir verlegen es in die Zeit, die in 10 Jahren kommt. Bis dahin ist alles Mögliche möglich. Diejenigen, die derzeit Verantwortung tragen, werden sie dann nicht mehr tragen. Sie haben für ein Gaga-Gesetz gesorgt. Und das Bundesverfassungsgericht, das allerdings verdient noch einmal der Nachbetrachtung. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Anspruch geliefert, dass tatsächlich
für diese widersinnige Gesetzesverschlimmbesserung gedient hat. Und der Ansatzpunkt ist uns geläufig. Er stammt nämlich aus den Corona-Zeiten, der Artikel 2 des Grundgesetzes. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Einzelnen zusteht, ist wieder einmal zu einem Zwangsrecht des Staates stilisiert worden. Und man sagt dann, titanenhaft, dass angesichts der großen Gefahren des Klimawandels für die durch Artikel 2 geschützten Rechtsgüter durch Hitzewellen, Überschwemmungen oder Wirbelstürme gesorgt werden muss, und zwar durch die, man fragt sich, durch die Bundesregierung, durch die Landesregierung. Das ist die billige Vorlage, die für das Ahrtal geliefert worden ist und die sich die amtierenden Ministerpräsidentinnen sofort zu eigen gemacht haben. Das ist kein Fall mangelnder Bauverwaltung, mangelnder Wasserwirtschaft gewesen, sondern es war natürlich der Klimawandel und die unvorhersehbaren Entwicklungen, die leider zu 134 Toten geführt haben. Das ist gefährliches Gaga, und dazu hat das Bundesverfassungsgericht durch eine waghalsige Anspruchskonstruktion die Grundlage geliefert. Wir sind aufgefordert, darauf zu sehen, was dort getan wird, und zwar auf Vorlage der Bundesregierung mit deren Billigung. Noch bevor eine Frist abgelaufen ist, hat man das Gesetz geändert ohne Not, um angeblich für eine Wahl eine Grundlage zu liefern. Diejenigen, die das dachten, haben allerdings die Wahl verloren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Vorsitzender Richter am Landgericht Außerdienst und Professor für Rechtstheorie Dr. Jur. Thomas Seibert.